Jo Leute, weiter geht's mit Metasu. Heute mit dem Thema Stone Skin, Steinhaut. Und ich lese euch wieder vor, was in diesem Rulebook steht. Und danach werde ich euch das nochmal an einem praktischen Beispiel zeigen. Also, zu Stone Skin steht: Ein Biest mit dieser Eigenschaft reduziert jeglichen Schaden, den es außerhalb von Angriff oder Verteidigung erleiden würde, auf Null. Stone Skin verhindert jedoch keine Effekte, die dazu führen würden, dass ein Biest die Lebenspunkte verliert. Das heißt also, so Leute, jetzt wieder zu einem Beispiel. Also, wir haben jetzt hier Franshaw's Gorgoyle. Das hat Stone Skin, das ist das hier. Das ist die alte Version. Das alte Zeichen für Stone Skin. Das neue Zeichen sieht so aus. Ja. Sieht ein bisschen besser aus, dann sieht man Stone Skin, ja. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Ich habe jetzt die Zauberkarte Explosion. Moment, die Kamera ist ein bisschen... Explosion, und hier steht geschrieben, dass ich einen Beastie auswählen kann oder den Spieler selbst, aber jetzt in dem Fall ein Beastie, und das Biestie würde 50 Schadenspunkte erleiden und wäre mit Burn, also mit Verbrannt, belegt. Und dann kann man hier nochmal ein zweites Biestie wählen, entweder ein anderes oder das gleiche Biestie, und dem nochmal 10 Schadenspunkte zufügen. Und das wäre auch mit Verbrannt belegt. Man kann es natürlich jetzt auch so machen, dass ich jetzt sage, oh, ich will jetzt zweimal Franshaw's Gorgoyle, weil das ist ja jetzt auch die einzige Beastie-Karte, die hier liegt. Also könnte ich das das gleiche Beastie wählen. Und ich selber würde 25 Lebenspunkte verlieren. Aber jetzt auf jeden Fall, jetzt benutze ich Explosion, ja. Und ich bezahle dafür 2 Aura-Kosten. Das heißt, hier sind meine Aura-Karten. Ich fatigue 2 und spiele jetzt Explosion. Jetzt kann ich aber nicht Gorgoyle diese 50 beziehungsweise, haben wir ja gerade gesagt, 60 Schadenspunkte zufügen aufgrund von Stone Skin, weil es kein Angriff in dem Sinne ist, sondern ich möchte dem Gorgoyle hier Schadenspunkte über diese Zauberkarte zufügen, und das geht so nicht. Aber ich kann die Karte trotzdem spielen, und deswegen bekommt Franshaw's Gorgoyle trotzdem diesen Burn Status Indicator. Wie das genau mit dem Burn funktioniert, habe ich schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr abchecken, ist auf meinem Kanal. Da geht es um Burned, und ja, genauso funktioniert es. Das war es im Prinzip schon, Leute, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.